Also das Vieh kommt jetzt hier rein. Pass mal auf, Schwanana 2. Es tut mir so leid, Emma. Oh Mann. Aber wir haben dich schnell wieder hergestellt. Und Pinata ist ja auch am Jagen jetzt. Das ist ja ein Schwanana. Alter, langsam werden die Pinatas richtig riesig, Alter. Hat 2 Juice Gooses gegessen. Okay. 220 Kilometer Wasser. Okay, ja. Paarungsbedingungen. Juice Gooses sind ebenso gute Wächter wie Bark Barks. Das heißt aber nicht, dass Juice Gooses streitsüchtig sind. Sie wollen sich lediglich nützlich machen. Nützliche Tiere landen nicht so leicht im Ofen. Man werden mit Soße und Kartoffelpüree serviert. Lecker! Okay, Barkbark hat mir rein gar nichts gebracht. Mal so nebenbei jetzt mal erwähnt. Aber es ist schön, dass das da steht. Das heißt, ich kann ja auch mal im Büchlein gucken, ob da was von Pixie steht. Und zwar muss ich dafür bei Saure Mellowwolf. Minowar. Mellowwolf. Ja. Ein Pix gegessen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ich glaube, das ist für uns alle eine Lektion in richtig und falsch. Diese lästige Stimme in meinem Kopf liegt manchmal gar nicht so daneben. Wenn Schweine fliegen könnten, ja, aber. Ja, ich habe eine Pixie-Behausung im Garten. 10.000 Schokomünzen werden. Willst du mich verarschen? Pixie. Wie kriege ich ein Pixie? Raspberry zu einem Pixie. Wenn Schweine fliegen könnten, ey. Das lernt uns alle eines Besseren. Das neue Schwanana. Aber wir lassen uns ja gerade eins jagen. Sister. Alles toll mit ihm, ne? Ja, du lächelst schön. Aber es ist jetzt nicht, was ich unbedingt behalten wollte. Ganz ehrlich, sieht jetzt nicht gerade so Bombe aus. Okay, Leute. Jetzt wird's ernst. Er darf mal reinkommen. Dann kriege ich die Erfahrungspopel. Aber dann werde ich ihn sofort töten. Wenn ich jetzt noch keinen Pixie habe, damit er hier bleibt. Ich habe soeben Level 32 erreicht. Nee? Doch, haben wir. Aber Großmutter, warum hast du denn so lange Beine? Großmutter, warum hast du denn so große, scharfe Zähne? Damit ich die besser fressen kann! Ja, was denn nun? Kommst du rein oder nicht? Krieg ich wenigstens eine Erfahrungspopel. Ja, die kommen alle aus das Tardos-Haus hier. Das Tardos-Haus. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte mal gucken, ob ich was Neues bekomme. Ansonsten würde ich nämlich langsam mal Schluss machen. Weil so wie es aussieht, wird das heute nichts mehr mit, den Böhren. Nein. Finden wir nicht.
Hund am Stiel. What the fuck, Alter? Nicht mit irgendwas, nein. So, da wollte ich nicht gucken, da wollte ich auch nicht gucken. Und zum Teamgarten. Ich sehe, hier ist wahrscheinlich viel passiert. Tschüss. So, das ist jetzt weg. Kase, lass die Nase davon. Böser Kase. Ja, wir haben immer noch kein Hotashi, Hochita. Ich glaube, das werde ich einfach Itachi dann nennen, Alter. Und dann willst du jetzt... Warte mal, was? Ich kann sagen, ich habe 3 Crowders. Was ist das denn? Ist ja cool. Hab gar nicht gesehen. So, das haben wir auch, dieses saure Krokodil. Ja, wir warten jetzt noch einen Tag ab. Und dann würde ich sagen, ist Feierabend. Dann werde ich mich nochmal informieren, wie wir einen Pixie hinkriegen. Und dann schauen wir mal. Kommst du nicht rein, weil hier Wasser ist, oder was? Muss ich hier ein bisschen Land für dich machen, oder was? Ich will ja schon, dass er reinkommt. Die Erfahrungspuppe will ich jetzt schon mal haben. Ha! Besuch! War kurz drinne. Clever genug, hier selber reinzurennen. Nein. Mausmelons habe ich nicht hier. Ich werde es auch nicht mehr für sowas extra jetzt jagen, weil diese kleinen Pissaufgaben. Bitch, please. Ich will jetzt, dass sie jetzt mal was hier bringen, was ich auch hier habe. Wäre halt ein bisschen schön, wenn er halt das mal machen würde, alles, was ich hier habe jetzt. Perry Bro, what the fuck? Schön. Du hast einen Perry Bro angelockt. Nur ein Gärtner mit viel Erfahrung kann einen Perry Bro anlocken. Wir haben einen Perry Bro angelockt, weil wir ein Gärtner mit viel Erfahrung sind. Sorry, Digga. Huch, ist er ja schon. Wahrscheinlich müssen wir irgendeinen speziellen Baum oder sowas haben. Apropos spezieller Baum. Ich wollte gerade sagen, wann geht denn die eigentlich mal hier kaputt? Alter! 360, nice. Ach, schau einer an. Das wächst immer nach, oder was? Das ist ja nice. Dann könnten wir den eigentlich auch mal hier hinten reinschmeißen mit in den Garten. Alter! East Slice! Hört auf mit dem Scheiß! Ihr seid eine coole Truppe! Aber das geht eindeutig zu weit. Könntest du das sehen,
was ich gesehen habe, dann würde ich dir wünschen, dass du's nie gesehen hättest, weil alles verwelkt und der Traum ist geplatzt. Es macht alles keinen Sinn, kein Tag und keine Nacht. Es ist so, du bist allein, keiner will mehr mit dir sein. Und wenn du jemanden zum Reden suchst, bleib dir nur schreien. Keinen interessiert's, wo du gestern warst, wo du heute bist. Was nützen gute Ratschläge, wenn dich nur die Sorge küsst? Alles verloren ist, nimmt ja in deinem Herz. Du kannst heute gar nicht sagen, was dich morgen wieder stört, was dir morgen widerfährt. Auf jeden Fall jetzt Gutes und du endlich merkst, dass auch in dir drinne Blut ist. Dass die guten Zeiten kommen und sie dann auch wieder gehen. Dass der König auch mal fällt, nur um wieder aufzustehen. Dass es auch mal regnen kann und das Eis in dir schmilzt. Es liegt alles an dir, was du kannst und was du willst. Und ich sag dir, steh auf, du fragst nur warum. Mann, die Zeiten werden härter, denn wir bleiben nicht so jung. Es ist nichts, wie es war, nichts, wie es scheint. Und dann kannst du sehen, wer wirklich um dich weint. Und ich sag dir, steh auf, du fragst nur warum. Mann, die Zeiten werden härter, denn wir bleiben nicht so jung. Es ist nichts, wie es war, nichts, wie es scheint. Und dann kannst du sehen, wer wirklich um dich weint. Ja, das ist eine gesunde Anzahl. La 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 Batman. Wir müssen neue Tannenzapfen kaufen. Und wo sind überhaupt die Äpfel hin? Wo zum Fuck sind die Äpfel hin? Ja, ja, ja. Das würde ich auch gerne mal wissen. Die müssen ja wenigstens verfault sein oder sowas. Aber ist ja nicht mal annähernd irgendwas. Michael. Guten Tag. Und jetzt ist es an der Zeit, mich zu vergessen. Jetzt kommt Tränen, doch ich werde ganz alleine vor dem Licht mehr stehen. Du gibst vor, mich zu verstehen, aber bitte, ich tu's selbst nicht. Und was du machst, ich bin zu schnell. Du nur du selbst bist und trotzdem mir nicht gut genug. Tut das gut, wenn du siehst, wie ich liebe aus Verzweiflung. Wo ist der Tag bloß geblieben? Ganz allein der Alkohol. Du warst das Licht, jetzt bin ich in deiner selbst, weil's mich ankotzt. Verrückt machst, wie du dich verstellst und für was Besseres hältst. Tut mir leid, Baby, keine Chance. Ich war zwar auch nicht immer Gold, doch du nicht mal Bronze. Und was du glaubst, du bist nicht. Oh, haben wir gerade so rechtzeitig hier noch, oder was? Ist es nicht mal übertrieben? Macht's dir Spaß, mich. Also, wenn ich so dann denke, bei meiner Arbeit hätte ich in 9 Minuten erst Feierabend. So, Mean Girl. Ach, stopp, Mr. Frasen. Komm. Jetzt schaffst du es aber mal. Das packt hier, sehe ich immer noch nicht hier. Du redest von Erinnerung, doch hast mich längst vergessen. Doch schlussendlich sind wir zu weit gegangen. Und meine Leute hatten recht, ich war blind, verdammt. Doch jetzt ist alles voll auf dein Leben. Was du noch geschafft, ey. Ich will nicht mehr drüber reden. Du bist weg aus meinem Leben und es tut nicht mehr weh. Denn was du liebst, verletzt mich. Ganz egal, was du gerecht ist. 32. Kann ich abschließen, Motto, aber erst der Gang. Doch nein. Vergessen werde ich erst nicht 33. Ich hab es lang genug und angesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Du redest von Erinnerung, doch hast mich längst vergessen. War es leicht, mich zu ersetzen, guck mich an. Super, dann hab ich das jetzt alles umsonst. Na, wir warten mal ab. Vielleicht könnt ihr uns noch den nächsten zweite den auch noch verkaufen. Oh, ich der Grund und süß und groß und buschelig. Pedobär. Ich war naiv genug und dachte alles echt, doch das Ende vom Lied war nicht so perfekt. Manchmal redet man sich schon, als es ist. Und die Quittung kommt zum Schluss als Schlag ins Gesicht. Bananenstaude im Garten. Was zum. Alter, du siehst aber schon cool aus irgendwie. Ich glaube, wenn ich dich habe, nehme ich dich Blue. Wer damit irgendwas anfangen kann, nimmt einen Daumen hoch als Mädel. Ja, schade einfach nicht. Bananenstaude. Ich bin ein Bananenpflanzer, hab ich bis jetzt. Vielleicht ist es nicht ein Bananenstaude sein soll. Jo, vielen Thanks. Hab du was Neues? Ja, komm rein. Ich sollte mir. Nein. Und was ist mit dir? Genau wie du, habe auch ich nie wirklich frei.
Edelsteinsamen. Edelstein, what the fuck? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt jetzt Edelsteine raus. What the fuck? Du bist cool. Gefällt's mir. Burly, burly, burly. Ah, das da kommt nämlich schon der nächste. Was hast du dich denn hier breitgelegt, Wixer? Hast du wieder ab oder willst du noch schnell was phrasen? Ist nicht ein Glas, ist schon wieder ein anderer hier. Super, haben wir das noch geschafft. Wir lassen den jetzt noch hier durchlaufen. Den jetzt noch hier schnell als fressen. Ich hoffe, er frisst wenigstens die zwei Gläser. Honig. Du hast ein Glas Honig, kannst du noch phrasen. Super! Jetzt kaufen wir noch das eine Glas Honig und dann ist für heute Feierabend. Wir sind schon wieder zwei Stunden hier ran. Ich will noch das andere aufnehmen. Das neue Spiel. Ja, Mama. Passt. Alter, es gibt hoffentlich haufenweise Kohle jetzt, ey. So, komm, pass auf. Hier. Wir drehen uns am besten so. Den lassen wir jetzt nochmal reinkommen. Weil ich nämlich immer noch keinen Pixquick habe. Und ich will nicht, dass meine Pinatas abhauen. Tut mir leid, Wixer. Aber du musst erstmal davon. So. Ich muss noch hier drinnen bleiben. Weil ich jetzt noch die Pinatas nochmal aufschreiben muss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Bis dann. Tschaußen.